und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind wieder im sonnigen Tamriel und wir befinden uns weiterhin auf Bednik. Und da ist auch schon direkt Friede eine Akademie, sei mit die wir euch, mitnehmen. Ihr Ahnen. Welcher Fluch stört eure Ruhe? Und wir machen mit der Hauptquest weiter. Die Seelen der Toten sind unruhig. Uralte Krieger, die in Schlachten gegen die Bretonen gefallen sind, erheben sich nun. Wer ruft sie an und warum? Gibt es etwas, das ich tun könnte? Ihr gehört zu den Neuankömmlingen. Jemand anderes aus eurer Gruppe, der Magier Neramo, zog auf einen Erkundungsgang los. Sucht ihn und findet heraus, was er gesehen hat. Neramo? Wo kann ich ihn finden? Seine Magie erlaubt es ihm, unentdeckt an den Geistern vorüberzugehen. Ich vermute, er wird versuchen, die inneren Ruinen zu erreichen. Sucht ihn dort an der Schwelle, jenseits der Felder, wo die Toten umgehen. Ich werde schauen, ob ich ihm helfen kann. Seid vorsichtig. Verdorbene Magie liegt in der Luft. Vielleicht kann euer gelehrter Freund etwas Licht auf dieses dunkle Geheimnis werfen und euch dabei helfen, seine Quelle zu vernichten. Ihr kennt diese Ruinen gut. Die Aileiden, die manche auch die Wildelfen nennen, haben mich schon immer fasziniert. Sie sind schon lange verschwunden, doch auf Bednik sind ihre Ruinen erhalten geblieben. Durch sie können wir erfahren, wie sie vor so vielen Jahren gelebt haben und wie sie gestorben sind. Ist die Forschung nicht eine ungewöhnliche Berufung für einen Ork? Wir sind nicht alle Krieger und auch ganz und gar nicht die Wilden, für die uns Fremde halten. Einige von uns schwingen die Feder ebenso gut wie andere den Kriegshammer. So, wir müssen da oben hin. Ich bin gerade am Gucken auf der Minimap. Und ich weiß, wir müssen bei denen vorbei, also bei den Geistern vorbei. Ich weiß aber auch, hier oben gab es noch eine Quest, die wir annehmen konnten. Oder ist das tatsächlich nur die hier geradeaus? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das nehmen wir auf jeden Fall noch eben mit. Also ich sehe jetzt eigentlich nur noch die Hauptquest. Ich dachte, hier gab es noch eine andere Quest. Aber kann auch sein, dass ich mich da jetzt vertue. So, wo ist er? Hier. Ah, meine alte Freundin. Konntet ihr einer weiteren Erkundung nicht widerstehen? Seid vorsichtig. Diese könnte ein wenig gefährlicher sein. Verdorbene Nekromantie ist hier am Werk. Ich hörte schon, dass ihr hier wärt. Was geht hier vor sich? Die Geheimnisse von Nirn erstrecken sich über die Dwemer hinaus. Die Aileiden faszinieren mich gleichermaßen. Ich musste diesen Ort unbedingt mit eigenen Augen sehen. Das derzeit verblüffendere Geheimnis dreht sich jedoch um die Orkgeister. Die Geister? Selbst ihr müsst die geisterhaften Gestalten auf dem Feld bemerkt haben. Das ist kein gewöhnlicher Spuk. Etwas holt sie zurück und bindet sie dort. Ich schätze, die Antwort liegt in den Katakomben. Vielleicht sollten wir Nachforschungen anstellen. In der Tat solltet ihr das. Die Ruine ist magisch versiegelt. Doch das ist nur ein kleines Hindernis. Ich werde die Tür für euch entsiegeln und auf eure Rückkehr warten. Ich forsche am besten in Sicherheit. Ich bin bereit. Genau wie in alten Zeiten, nicht wahr? Ich habe gern so einen nützlichen Verbündeten bei mir. Mhm. Die richtige Anwendung von Magie auf diese Steine. Und der Weg ist offen. Okay, wir nehmen aber natürlich noch Drusillas Notizen mit. Wer möchte, kann es wie immer gerne lesen. Ja, dann einmal rein. So, links von uns ist schon mal der erste Punkt. Hallöchen. Ihr gehört nicht zu ihnen. Ihr habt den Makel nicht. Helft uns. Befreit uns von dieser Qual. Wer seid ihr? Was geht hier vor sich? Ich bin Targoth, Kriegsrufer der Steinwölfe. Kultisten haben mein Grabmal und die meiner Krieger geschändet. Die widerwärtige Priesterin Drusilla führt den Kult an und zerrt unsere Geister zurück in dieses Reich.
Wie? Zu Lebzeiten trug ich ein magisches Kriegshorn. Meine Soldaten gehorchten ihm und hörten seinen Ruf über alle Grenzen hinweg. Drusilla verwendet es nun, um meine Krieger von jenseits ihrer Gräber zu rufen, und sie zwingt ihnen ihren Willen auf. Wie kann Drusilla aufgehalten werden? Sie ist unten in den Kammern. Tötet sie, bevor sie meine Soldaten gegen unsere Nachfahren schicken kann. Das wird mich von ihrem Bann erlösen. Dann kann das Horn meinen ehrbaren Kriegern ihre verdiente Ruhe zurückgeben. Ich werde sie finden. Das triggert mich jetzt unheimlich. Also ich kenne die Synchronstimme auf jeden Fall. Aber ich komme nicht drauf, wer es war. So, wie immer müssen wir hier einmal komplett durchlaufen. Ne, Moment, hier geht's rum. Moment. Doch, Basti ist noch da. Ich wollte gerade sagen, ich sehe den gar nicht auf der Karte. Keine Ahnung, warum er da nicht ist. Beziehungsweise nicht angezeigt wird. Drusilla, bist du Drusilla? Du bist Drusilla. So. Hallo, ich würde es gerne nehmen. Oder untersuchen, von mir aus. Ihr habt mich befreit, aber meine Krieger flehen immer noch um ein Ende ihrer Qualen. Was wollten die Kultisten mit euren Kriegern? Ich habe gehört, wie sie die Ruinen von Karzogs Verderben erwähnt haben. Ganz gleich, was sie auch planen. Dort wird es stattfinden. Doch das betrifft mich nicht. Da ihr nun das Horn besitzt, befreit meine Krieger. Wie? Bringt das Horn zurück an seinen angestammten Platz. Auf mein Grabmal in der nächsten Kammer. Dann werden meine Krieger wieder ruhen. Was wäre, wenn ich das Horn behalte? Dann verdammt ihr meine Krieger zu weiterer Schande. Ihr habt doch gewiss mehr Ehre im Leib. Wir gehören nicht mehr in dieses Reich. Unsere Schlacht ist vorüber. Lasst uns Frieden finden. Ja, ich verstehe. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht behalten, weil ich mache ja alles, was man mir hier sagt. Von wegen, mach dies, mach das, bring jenes dahin. Also das jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur, ich helfe natürlich immer gerne. Und ich nehme natürlich auch immer gerne Sachen mit, die man unterwegs findet. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn man dann so der Reihe nach überall Sachen stehen hat. Da freut sich der Handwerksbeutel. Wenn man denn einen hat. Ich kann es immer nur wiederholen. Nehmt alles mit, sofern ihr einen Handwerksbeutel habt. Also sprich Ise bloß. Eure Bemühungen ehren uns, Champion. Ich fühle, wie die Geister meiner Krieger wieder Ruhe finden. Ich werde ihnen folgen. Mach das. Seid tapfer, Kriegerin. Die Kultisten drangsalieren diese Insel immer noch. Ihr werdet sie sehr zu ihrem Leid wieder treffen. Ja, zu ihrem Leid, genau, nicht zu meinem. Das ist richtig. Wir werden den ganzen Laden jetzt hier Platten machen. Vielleicht heute, vielleicht brauchen wir auch etwas länger. Ich weiß nicht, wie lange die Quest hier geht. So, Moment, wir müssen hier links rum raus. Wieso stehen hier auf einmal so viele Leute? Das ist irritierend. Oh. Die Geister sind verschwunden. Ihre tapferen Seelen ruhen wieder in Frieden. Sagt mir schnell, was ihr dort unten gefunden habt. Wir haben viel zu besprechen. Ich habe die Geister freigelassen, doch Karzogs Verderben ist das Ziel des Kults. Es wurden tatsächlich Kultisten bei Karzogs Verderben gesichtet. Ihre Absichten sind unbekannt. Ich werde für die geehrten Toten beten und dann zurückkehren, um mit dem Häuptling zu sprechen. Ich fürchte, wir werden alle brauchen, um den Plan des Blutdorns zu vereiteln. Und wir haben ein Schild von Rüstung des Auszubildenden erhalten. Ha! Gefunden! Ha! Schön! Gut, dass ich euch gefunden Stalkerin. Habe. Ich habe Neuigkeiten. Wir brauchen euch in der Festung. Sofort! Was ist los? Orkspäher haben Blutdorn-Kultisten in Karzogs Verderben entdeckt. Tatskul ruft die Armee zu den Waffen, um sie alle zu töten. Aber Lambur macht sich Sorgen. Sie denkt, es könnte eine Falle sein. Habt ihr etwas herausgefunden?
Die Kultisten suchten ein Aleiden-Relikt, das eine unbesiegbare Armee erschaffen kann. Das ist schrecklich. Ich werde den Kapitän suchen. Geht zurück zur Festung und gebt Lambur Bescheid. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Okay, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass ich jetzt woanders hingehen soll. Aber das scheint jetzt mein einziges Ziel zu sein. Moment. Meine müden Augen sehen hier hinten gerade noch was, nämlich eine Himmelsscherbe. So, sehr schön. Jetzt können wir weiter. Das heißt, wir müssen nach da unten zur Hauptstadt. Und das ist tatsächlich das Einzige, was wir gerade hier haben. Aber ich muss das mal eben testen. Ne, die sind jetzt alle weg hier, ne? Anseite kann ich leider nicht stehen lassen, weil die habe ich überall viel zu wenig. Ja, die Geister sind tatsächlich alle weg, so wie es aussieht. Okay. Das heißt, für euch als kleinen Tipp, wenn man hier ja immer mal wieder hinkommt, um was zu looten, einfach kurz die Quest machen, die man hier vorne gesehen hat. Wobei die, glaube ich, nur geht, wenn man die Quests davor gemacht hat. Das muss man auch dazu sagen. Und schon ist hier alles frei. So, da hinten. Ihr seid zurück? Gut. Wisst ihr, was dieser Kult plant? Der Kult sucht nach einem mächtigen Relikt unter Karzogs Verderben. Es wurden Blutdorn-Kultisten in diesen Ruinen gesehen. Häuptling Tatskull ist bereits mit der Armee losgezogen, um sich um sie zu kümmern. Sie marschieren direkt in eine Falle. Häuptling Tatskull führt die Orks nach Karzogs. Er ist entschlossen, den Blutdorn-Kult aus Bednik zu vertreiben. Was stimmt nicht? Ihr klingt besorgt. Häuptling Tatskull erkennt die Gefahr nicht. Die Blutdornen haben es auf eine uralte Aleiden-Waffe abgesehen, von der wir nichts wissen. Wir müssen Tatskull einholen und ihn davon abhalten, übereilt vorzustürmen. Wir sollten aufbrechen. Ich muss schnell nach Karzogs, um diese Bedrohung zu beenden. Ja, Herrin. Ja, ich auch. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Die gehen hier gerade aus. Weil ich bei diesem Kampf in der Feuerprobe Was? Kampf in der Feuerprobe? Wo ist er denn? Ist der das? Ich benötige Hilfe. Ja. Aber dann Karsch, was ist passiert? Die Blutdornen haben in den Tiefen der Ruinen eine Spektralarmee ausgehoben. Wir können sie nicht besiegen. Bringt die Verwundeten zur Festung zurück. Wir werden das beenden. Neramo? Ach, schleicht sich von hinten an. Haben die Türen irgendwie mit Welkensteinen versiegelt. Findet einen Weg in die Ruinen. Die Orks werden von einer Spektralarmee besiegt. Die Blutdornen haben eine Macht angezapft, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Neramo, wie komme ich dort hinein? Die Kristalle um die Tür werden durch drei Welkensteine in den Ruinen aktiviert. Ich glaube, dass ich mich um einen von ihnen kümmern kann. Doch die anderen beiden müsst ihr aktivieren. Ich werde meinen Teil leisten. So, ich werde mir erstmal einen Nachtschatten als Verstärkung holen. Das sieht eigentlich aus, als ob es dahinter ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das hier über die Brücke drüber ist. Moment. Da! Da ist er. Einmal. Aber wo ist jetzt der andere? Moment. Ach so, der ist auch da. Nee, das ist ein Geist. Das ist kein Ort für die Lebenden. Hinfort. Ich muss durch den Eingang. Andere haben vor euch die Ruinen betreten. Sie haben ein uraltes Übel in den Tiefen unseres Heiligtums freigelassen. Keiner kommt hier mehr vorbei. Ich habe vor, diesen Übel ein Ende zu bereiten. Unter dieser Voraussetzung werde ich euch helfen, unsere Katakomben zu betreten. Geht bis zur Tür voraus. Folgt mir. So, jetzt habe ich aber ein Ziel. Ich bin mal wieder zu schnell und zu stürmisch vorgegangen. Es tut mir leid. Moment, da oben muss ich aber hin, oder? Der sieht mich nicht, solange er sich nicht umdreht.
Achso. Begleitet den Geist zur Tür. Ja, aber das ist doch hier die... Achso. Okay. Gut. Das war in Etappen. Und hier... Oha, was haben wir denn hier? Notiz an Nures. Ich weiß, wie ich uns retten kann, Liebste. Trefft mich an den Ruinen, die wir vor zwei Wochen... über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Mann, öffnet die Tür auf die Art, die ich euch gezeigt habe. Bringt Visen mit. Sobald wir drin sind, sind wir in Sicherheit. Ja. So, das andere wären Dragons Befehle. Die habe ich anscheinend schon gemacht. Zerfallene bretonische Schriftrolle. Und so erkannten die Aleiden ihre Fehler. Sie vergruben die Waffe tief im alten Grabmal auf dem heutigen Bretonien. Eine neue handschriftliche Notiz wurde darunter gekritzelt. Wie kann ich Renwick dies tun lassen? Arkai verbietet es. Und bretonische Gute-Nacht-Geschichten. Eine lose Seite. Die könnt ihr euch jetzt gerne selber durchlesen. Oh, der Bär grummelt. Och, wie süß. Geht um eine Geschichte mit einem Bären. Ja. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter zum nächsten Punkt hier, beziehungsweise zum nächsten Stein. Da kommt wahrscheinlich der nächste Geist, nehme ich mal an. Geist, Geist, da bist du. Lebend, aber doch ohne Seele. Nein. Wie kann das sein? Nein, 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 ich habe meine Seele zurückgeholt. Nicht ganz. Es würde zu lange dauern, um das zu erklären. Seid ihr einer von denen, die unser Heiligtum geschändet haben? Nein, ich möchte sie aufhalten. Tief in unserem Allerheiligsten haben andere eine Macht entfesselt, die sie niemals beherrschen könnten. Führt mich zu der Tür, falls ihr euch traut, dort einzutreten. Lebend, aber doch ohne Seele. Ja, haben wir schon gehabt, haben wir schon gehabt. Dann müssen wir irgendwo hier oben hin. Da ist die Tür. Und sie ist immer noch versiegelt. Sie ist rot. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber auf jeden Fall soll es damit ja, glaube ich, frei werden. Gut. Spreche ich da jetzt mit irgendjemandem? Oder... Nee, da ist nur noch ein Verkinarstein. Ich muss mir leider mal eben aus dem Weg schaffen. Ich mache das sehr ungerne, weil ihr alle eigentlich nicht böse seid. Ach, jetzt habe ich den falschen Account. Scheiße. Gerade da wollte ich die Spuren nicht einsammeln. So, benutzt den Verkinarstein haben wir. Mit ihm müssen wir noch reden. Unrecht. Die Lebenden entweihen unser Heiligtum. Tod euch allen. Wartet. Ich bin hier, um sie aufzuhalten. Ein seit Jahrtausenden ungesehener Schrecken wurde entfesselt. Tod und ewiges Leid erwartet alle in diesem Land. Wie stellt ihr es euch vor, Kräften Einhalt zu gebieten, die ihr nicht einmal begreifen könnt? Lasst mich dort hinein und ich werde es versuchen. Euch fehlt eine Seele. Dieser Mangel wird euch drinnen noch sehr von Nutzen sein. Geht zur Tür voraus und ich werde euch helfen, sie zu öffnen. Hier entlang. Wieso sagen die immer alle, dass ich seelenlos bin? Dabei habe ich meine Seele doch schon lange wiedergeholt. Ich finde das nicht nett. Warte mal, ist das überhaupt die Tür? Nee, das ist gar nicht die Tür. Ihr seid gelähmt. Nee, nicht denken, bewegen. Gleitet den Geist. Och Junge, geh mir nicht auf den Sack, geh da weg. Ich weiß nicht, ob der Geist jetzt nach hier kommt oder nicht. Das ist doch immer diese Tür hier gewesen, oder nicht? Der wartet nur bis... Oh, ist das euer Ernst? Hallo?
Es öffnet sich. Macht euch bereit. Am besten schleicht ihr voran. Der Feind befindet sich im Inneren. Dann los. Wieso soll ich schleichen, wenn ich auch genauso gut an denen vorbeirennen kann? Eieiei. Khajiit meint es ja nicht böse, aber... Diese sehen wertvoll aus, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier den Rucksack nicht looten kann. Ich war noch nie in so alten Ruinen. Ich wette, hier liegen einige brauchbare Sachen herum, die man einfach so einstecken kann. Was habt ihr herausgefunden? Ich habe belauscht, wie die Kultisten über ein Portal geredet haben. Darin ist das Relikt, das diesen ganzen Aufruhr verursacht hat. Ich habe einem Kultisten eine Uniform abgenommen, die er nicht mehr brauchen wird. Sie liegt in der Tasche. Sie könnte euch helfen, an einigen vorbeizukommen, die ich am Leben gelassen habe. Danke, Larissa. Zieht diese Uniform an und benehmt euch natürlich. Das sollte zumindest ein paar von ihnen an der Nase herumführen. Das würde ich gerne, wenn ich die denn nehmen könnte. Hallo. Oder hat die mir die jetzt so gegeben? Nö. Hallo? Oder hat sie mir die jetzt doch so gegeben? Ach, okay. Und ich denke, das liegt da drin, aber nein. Jetzt müssen wir nur gucken, welche von denen... Das ist ein Wachposten. Das ist auch ein Wachposten. Kommt man hier auch irgendwie dran vorbei, ohne bei den Wachposten... Der bewegt sich. Ich meine, normalerweise würde ich durchlaufen, aber es würde mich jetzt mal interessieren, wie man daran vorbeikommt, ohne zu kämpfen. Ich hoffe, dass das jetzt keiner war, wo ich gerade dran vorbeigelaufen bin. Okay, die sind alle gelb. Wahrscheinlich wird das nicht lange gut gehen, weil ich das sehr spät sehe, wenn die rot sind. Da läuft zum Beispiel einer. Da kommt gerade einer zurück. Das ist nicht gut. Da bleibe ich mal hier. So. Diese Arbeit endet nie. Tja. Jetzt hätte ich mal lieber keinem Kult angeschlossen, ne? Oh, ein Büchlein, ein Tagebuch, das könnt ihr euch wieder durchlesen. So, das nehmen wir auch noch direkt mit. Die anderen sind vorausgegangen. Ich habe hier gewartet, um Verfolger abzuhalten. Und das war so warm, dass du dir dein Oberteil ausziehen musst, das nehme ich an. Sind die anderen weit voraus? Nur noch ein kleines Stück weiter. Wir werden auf euch warten. Viel Glück, Kazan. Okay, ich nehme die Sachen natürlich auch direkt mit. Wieso hat der mich eigentlich erkannt und die anderen erkennen mich nicht? Hallöchen. Oh, schaut, Jacka. Noch mehr Trübsinn und Tod. Folgt mir, ich kenne eine Abkürzung. Ich wollte mal mit dir reden. Moment. Noch einen Moment, dann öffne ich diese Tür für euch. Auf geht's. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir ihn jetzt nicht befreit hätten. Ob wir dann hier durchlaufen mussten ohne seine Hilfe. Wäre logisch. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich bin weg. Lasst euch nicht umbringen. Ich wollte doch mit dir reden. Die hauen immer einfach... Oh. Die hauen immer einfach ab. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Sagen, da war doch noch sowas. Brauchen wir die Verkleidung noch? Ja doch, hier ist noch einer in gelb. Ich denke mal, dass unsere Verkleidung aber gleich dahin sein wird. Oh, ich wollte gerade sagen, der war jetzt aber nicht. Der ist auch. Okay, da muss ich durch. Hier ist kein roter mehr. Das ist schön. Ja, ist doch toll. Kann man einfach durchlaufen. Wenn sich das öffnen würde, heißt das.
Mit wem muss ich sprechen? Neramo. Ich vermute, dass Vardan gestorben ist, als ich das Portal schloss. Der Körper kann ohne die Seele nicht überleben. Was könnt ihr mir sagen, Neramo? Die Blutdornen haben mit diesem Welkünstein ein Portal ins Geisterreich geschaffen. Vardan ist auf der anderen Seite und befehligt die Geister, die die Orks erschlagen. Er ist dort gefangen, seitdem wir das Portal geschlossen haben. Wie können wir ihn aufhalten? Ohne das bretonische Ritual, das Vardan abgehalten hat, kann nur jemand ohne Seele das Portal durchqueren. Und das seid ihr. Ihr müsst den Welkünstein aktivieren, das Geisterreich betreten und Vardan töten. Ich bin bereit. So. Jetzt geht wahrscheinlich meine Verkleidung flöten. Ihr seid zu spät. Meine Armee speist gerade. Sehr froh, wenn ich dich nicht verspeise hier. Denken wir darüber nach. So. Worüber sollte man dann nachdenken? Es hat hunderte Orks getötet. Das waren die Kultisten. In den richtigen Händen könnte es das Bündnis gegen Invasoren verteidigen. Ich werde es nicht in die Hände von denen geben, die Orsinium eingeebnet haben. Puh. Ja, ich würde sagen, dass wir erstmal unseren Wappenrock wieder anziehen. So. Fragt nach dem Relikt. Zerstört das Relikt! Habt ihr nicht die Schreie gehört, als diese Dinge die Seelen meines Volkes verschlangen? Das ist eine schwere Entscheidung. Das sollte ein Kinderspiel sein. Ihr müsst es vernichten. Händigt es nicht denjenigen aus, die Orsinium dem Erdboden gleichgemacht und versucht haben, meine gesamte Art auszulöschen. Orsinium? Was meint ihr? Orsinium war einst das Heimatland der Orks. Die Könige der Bretonen und Rotwardonen haben die lästige Angewohnheit, es niederzubrennen. Wird das Bündnis jetzt all unsere Probleme lösen? Ihr gebt ihnen das Relikt, mit dem sie die Orks im Zaum halten. Wenn nicht jetzt, dann eines Tages. Wie wahrscheinlich ist das? Dieser Gegenstand ist ein Fluch und eine Gefahr für alle. Er kann genauso leicht gegen jeden gerichtet werden, wie Vardan ihn gegen die Orks gerichtet hat. Sofern ihr mich nicht zum Feind haben möchtet, solltet ihr dieses Ding vernichten. Danke für den Rat, Lambur. Endlich gehört das Relikt uns. Für das Bündnis. Also seid ihr sicher, dass wir es behalten sollen? Ja, behaltet es und setzt es ein. So eine Entdeckung könnte den Krieg zu unseren Gunsten wenden. Denkt doch nur an all die Leben, die wir retten könnten. Wie würde es Leben retten? Mit diesem Relikt würden es unsere Feinde nicht wagen, ins Gebiet des Bündnisses einzufallen. Keine weiteren Plünderungen des Pakts aus Himmelsrand. Keine Flotten des Dominions in unseren Gewässern. Denkt an den Ozean als Ganzes, nicht nur an die Wellen. Das müssen wir tun, um unser Volk zu schützen. Alle von uns. Ich muss darüber nachdenken. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich schon entschieden, weil eine Waffe sollte man, oder andersrum gesagt, etwas, was man als Waffe benutzen kann und was ja auch in diesem Fall schon als Waffe benutzt wurde, sollte nicht existieren. Dementsprechend verbanne ich das Relikt ins Geisterreich. Weil Waffen können nur als Waffen gebraucht werden, wenn sie existieren, beziehungsweise wenn man eben an sie herankommt. Ne? So, Frage ist... Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Achso, in der Hauptstadt, okay. Was ist denn hier eigentlich mit den Geistern? Die sind jetzt alle gelb. Okay, das ist schön. Das auch nur so als kleinen Hinweis, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sind die Geister hier alle gelb. Dann könnt ihr hier schön farmen und alles. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Dass ich die Rubinesche natürlich mal kurz mitnehme hier. Die lag so schön auf dem Weg.
So, kommen wir von dieser Seite aus rein? Ich glaube nicht, ne? Wir brauchen hier einen Eingang. Doch, von hier aus können wir rein. Wo ist der Herr Ork? Oder die Frau? Ne, Moment, Tatzgold? Tatzgold ist, glaube ich, ein Eher, also, oder? Also, ihr habt das Schicksal des Reliktes bestimmt. Habt ihr euch entschieden, was mit dem Relikt geschehen soll? Ich habe es vernichtet. Niemand wird es je wieder verwenden. Die einzig richtige Entscheidung. Krieg sollte ehrenhaft sein. Es liegt keine Ehre darin, ein solches Ding einzusetzen. Ihr habt meinen Stamm und meine Insel gerettet. Dafür stehe ich tief in eurer Schuld. Und wir erhalten eine zweihändige Axt von Rüstung des Auszubildenden. Ein Aileiden-Relikt weniger, das unsere Welt quält. Gut. Was kommt als nächstes? Eure Taten haben unsere Verwundbarkeit aufgedeckt. Ich dachte, mein Stamm wäre sicherer auf unserer Insel. Dieser Angriff der Blutdornen hat mir das Gegenteil bewiesen. Nur ihr und eure Freunde von der Speerspitze konntet mit vereinten Kräften diese Insel retten. Worum möchtet ihr mich bitten? Vor Monaten bot mir Sir Lanis an, dem Durchsturzbündnis beizutreten. Ich lehnte ab. Ihr habt mir gezeigt, dass ich Unrecht hatte. Wir brauchen Verbündete. Ich möchte euch bitten, nach Glen Umbra zu reisen und Sir Lanis mein Gesuch für die Aufnahme ins Bündnis zu überreichen. Ich habe Kapitän Kalin befohlen, euch dorthin zu bringen. Ich werde euer Gesuch, dem Durchsturzbündnis beizutreten, weitergeben. Ja, und damit hört dann leider auch schon wieder die heutige Folge auf. Es war aber wieder ein schöner Übergang, weil wir nämlich jetzt nach Glen Umbra reisen werden und uns da die Hauptstory zu Gemüte führen werden. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge machen, beziehungsweise wir werden uns dann in Glen Umbra wiedersehen, denke ich mal. Ich muss mal gucken, ob ich vorher noch mit jemandem reden soll. Zur Not sehen wir uns auf dem Schiff wieder, wenn ich dahin reise. Und ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.